Hallo und willkommen beim Puma-Stand in Dortmund, heute auf der Jagd und Hund. Mein Name ist Jörg Hübner und ich stelle euch mal ein Messer vor, das ich designt habe für Outdoor-Enthusiasten, für Jugendliche auch, die gerne schnitzen mögen. Oder auch für Buschkraft, also ein schönes, stabiles Messer mit einer Klinglänge unter 12 cm, genau 11, nämlich das auch legal in Deutschland führbar ist. Und zwar haben wir hier das Puma Predator. Das Puma Predator ist in zwei Ausführungen zu bekommen, einmal mit G10 in Weiß, einmal in G10 mit Schwarz und hier haben wir eine satinierte Klinge und bei dem anderen Modell mit einer Dark Stonewashed Beschichtung und dadurch haben wir hier zwei attraktive Modelle in Schwarz und in Weiß, die also für Zivil oder wer es gerne ein bisschen militärischer mag, auch jeweils ein Modell, das aber die gleichen Zwecke erfüllt. Wir haben hier einen 11 cm langen Griff, ein Parierelement und eine 11 cm lange Klinge, die im vorderen Bereich etwas verbreitert ist und eine Phase besitzt, die das Messer also auch bei bohrenden oder zustechenden Arbeiten sehr nützlich ist. Wir haben hier einen hochwertigen Stahl, ein X9 14 Chrom Molybdän Vanadium Stahl, ist zu vergleichen mit dem 440C oder dem deutschen 41-25 Stahl. Ja. Hier haben wir einen geschwungenen Griff, der sich in die Hand einschmiegt. Und wir können die Klinge wunderbar führen. Bei normalgroßen Händen passt das sich auch genau ein in den Abschluss, in den Heftknauf und in das ausgeprägte Paria-Element, das integral mit der Klinge in einem Stück gefertigt ist. Dazu gibt es eine schöne Lederscheide, ornamentiert und punziert. Dass das Messer passgenau aufnimmt. Und per Gürtelschlaufe am Körper zu tragen ist.